Und los geht's. Ja, herzlich willkommen an euch alle hier beim GFA Public Digital. Heute ohne Erik Schäfer, dafür mit mir Corinna Funke. Ich habe heute Doppelrolle, Moderatorin, aber auch Referentin, Expertin, Sprecherin. Und ich stelle euch heute die ersten Ergebnisse meiner Dissertation vor. Es geht im weitesten Sinne um Digital Public Services, digitale Bürgerleistungen. Und da möchte ich heute euch noch so eine erste Kostprobe der Ergebnisse vorstellen. Ich habe euch dafür eine PowerPoint-Präsentation mitgebracht. Die machen wir jetzt auch gleich mal auf. Zack. Seht ihr alle? Jetzt so grün, blau, Digital Public Services, Daumen hoch, super, dann hat das geklappt. Und wir können starten. Ja, ich glaube, viele von euch wissen es. Ich untersuche seit mittlerweile einiger Zeit digitale Behördenleistungen in verschiedenen europäischen Ländern. Und was mich da ganz konkret in meinem Forschungsvorhaben interessiert, ist, warum sieht es in manchen Ländern mittlerweile so aus? Und in anderen noch so. Ich mache ja viel Kommunalverwaltung, bin als Beraterin in ganz vielen Behörden in den vergangenen Jahren unterwegs gewesen und habe so meinen Eindruck gewonnen. Ich möchte von euch aber auch mal so einen ersten Vibe-Check hören. Wo seht ihr denn, das ist glaube ich alles Deutsche, ne? Wo seht ihr denn Deutschland? Eher bei dem oberen Bild oder eher bei dem unteren Bild? Nochmal Daumen, Daumen hoch, Daumen eher runter, eher runter. Ich sehe, glaube ich, keinen einzigen Daumen hoch. Das war auch mein Eindruck, den ich gewonnen hatte und der sich so über die Jahre und die Projekte verhärtete. Und ich stelle dann tatsächlich fest, in einem ersten Forschungsprojekt, was wir für das Benchlearning der kommunalen Jobcenter vor mittlerweile 4 Jahren gemacht haben, dass tatsächlich Deutschland auch in so messbaren Größen, was digitale Verwaltung angeht, quasi keinen Fortschritt gemacht hat in über 10 Jahren. Und das, obwohl gleichzeitig in den Privathaushalten, aber auch in den Betrieben, Großbetrieben, aber sogar in den kleinen und mittleren Betrieben, Digitalisierung sehr, sehr schnell vorangeschritten ist. Und wir trotz aller Schwierigkeiten mit Internetabdeckung übers Land, doch ein relativ digitalisiertes Land sind. Und da habe ich mich gefragt, warum ist das so? Wie kann das sein? Ein Land, das sich mal berühmt hat, ein Stück weit eine moderne Verwaltung auch mit erfunden zu haben, wie Max Weber ist ein Deutscher, so was, woran hakt es da bei der Weiterentwicklung von moderner Verwaltung in Deutschland? Und damit ihr mir glaubt, was ich euch erzähle, habe ich euch auch mal ein paar Zahlen, Daten, Fakten mitgebracht. Was ihr hier seht, ist ein Indikator von Eurostat, der da misst die Nutzung von digitalen Behördenleistungen durch die Bürgerinnen und Bürger. Auf der Y-Achse abgetragen ist in Prozent der Anteil der Bürgerinnen und Bürger, der in den vergangenen 12 Monaten quasi digitales Formular gesendet hat, eine digitale Behördenleistung wahrgenommen hat. Und was man sehen kann, wenn man so zu Beginn guckt, 2008, 2009, da sind wir mit Deutschland, das ist die blaue Linie, noch knapp oberhalb des europäischen Durchschnittes, das ist die graue Linie. Und es geht so zaghaft mit beiden voran. Und dann so 2010 bricht es bei Deutschland so ein, also dass die Nutzung geht sogar noch zurück. Und dümpelt dann bei so irgendwo zwischen 15-20% der Bürgerinnen und Bürger und schafft es quasi binnen 10 Jahren bis 2018, 2019 gerade so auf das Ausgangsniveau von 2008 zurück. Und gleichzeitig geht die Schere zum europäischen Durchschnitt aber immer weiter auf. So. Ich habe jetzt auch mal quasi genauer reingeguckt, wie verhält sich das denn mit den anderen Ländern. Denn so groß sieht der Unterschied hier noch gar nicht aus. Wenn man jetzt mal reinzoomt in die europäischen Nachbarländer, sieht man hier 2010, ist der gleiche Indikator,
den ihr gerade eben gesehen habt, liegt Deutschland so im Mittelfeld. 23% der Bürger haben im letzten Jahr digitale Behördenleistungen genutzt. Ja, da sind wir im guten Mittelfeld auf Platz 12, aber schon da sieht man, Spitzenreiter Dänemark liegt bei 59%. Also mehr als doppelt so viele Leute nutzen das schon 2010. Springt man 5 Jahre nach vorne, sieht man Deutschland abgestürzt auf Platz 21, 17 Prozentpunkte nur noch. Und gleichzeitig haben sich hier Länder wie Dänemark und dann auch Estland noch mal weiter hochgerobbt. 69% bei Dänemark, 71% bei Estland. Und dann noch mal einen Sprung weiter in die Zukunft, 2019. Da sind wir quasi am Ende des europäischen Rankings angekommen. Hinter uns kommen nur noch Kroatien, was uns jetzt 2020 auch überholt hat. Die Slowakei, glaube ich, ebenfalls. Also hinter uns ist nur noch Italien, das offiziell schlecht regierteste Land Europas. Und gleichzeitig haben die Top-Länder Werte von 80%, 77%, Dänemark 74%. Also dieser Unterschied ist schon ziemlich krass. Das kann man, glaube ich, so festhalten. Und da habe ich mich dann natürlich gefragt, okay, Nachbarland Dänemark, was ist denn da so anders? Haben mir viele gesagt, ja, das ist ein kleines Land. Ein kleines Land und außerdem sind die nordischen Länder da auch so ein bisschen anders unterwegs. Die haben besondere Voraussetzungen. Island, Estland, das sind Winzländer, die sind so groß wie irgendwie manche deutsche Stadtstaat. Das kann man nicht vergleichen. Und ich sage, okay, das kann man nicht vergleichen. Aber was kann man denn vergleichen? Dänemark vielleicht am ehesten, aber auch Frankreich ist so ein Land, wo ich sagen würde, das ist groß. Die haben definitiv keine nordische, irgendwie pragmatische Verwaltungskultur. Was machen denn auch solche Länder anders? Ja, und dann habe ich erstmal eine Vorstudie gemacht und ganz viel gelesen und Leute gefragt und Hypothesen gesammelt. Die zeige ich euch auch gleich, aber ich wollte mal bei euch horchen. Was glaubt ihr denn? Was ist der Grund dafür, dass Deutschland so abgeschlagen ist? Oder positiv gefragt, was braucht es, damit ein Land gut ist bei der Digitalisierung seiner Behördenleistungen? Mach mal den Chat auf, wer den Chat noch nicht offen hat, und schreibt mir mal rein, was eure Hypothesen sind. Was ist ausschlaggebend dafür, dass ein Land gut dabei ist bei der Digitalisierung seiner Behördenleistungen? Ich greife mal zu meinem Handy und mache einen Timer an. Ich gebe euch 60 Sekunden und bin mal gespannt, was rauskommt. Auf die Plätze, fertig und los. Veränderungswillen, Datenschutz, junge Bevölkerung, gut, die IT-Infrastruktur, digitale Infrastruktur, qualifizierte Mitarbeiter, weniger Kleinstaaterei, Veränderungsbereitschaft, Mut und Fachkompetenz. So, Babette frug gerade, ob noch Leute im Warteraum sind. Nee, Warteraum ist leer, wir sind jetzt vollzählig. Bequemlichkeit, digitale Kompetenz, hoher Leidensdruck, ja. wenig oder keine Medienbrüche, flächendeckender Internetzugang. So. Es gab noch eine Frage, wo die Daten gerade eben herkommen. Das waren Eurostat-Daten, also europäische Daten, genau, eurostat.de. Ich sehe bei euch quasi eine große Bandbreite an Hypothesen und kann sagen, ich bin auch mit einer sehr großen Bandbreite an viele dieser Hypothesen, die ihr mir gerade genannt habt, in das Projekt reingestartet. Ein Punkt, der, glaube ich, jetzt selten genannt wurde, den ich aber quasi aus Estland viel hörte, war, man braucht Personen, man braucht Helden, man braucht Leute, denen dieses Thema Digitalisierung persönlich wichtig ist, in Politik, in Verwaltung. Und das heißt, einige wenige ziehen die anderen mit.
Und da braucht man einfach so ein paar Nerds oder Leuten, denen es einfach, die dafür brennen. Und die stecken dann die anderen mit ihrer Leidenschaft an. Ein Punkt, der hier von euch auch viel genannt wurde, sind kulturelle Aspekte. Also wie digital affin ist die Bevölkerung, wie digital affin ist vielleicht auch der öffentliche Dienst in einem Land. Ist man, genau, herrscht da Mut vor oder ist man eher verzagt? Es gibt so einen Diskurs rund um German Angst, der besagt, dass die Deutschen einfach vom Naturell her so ein bisschen risikoavers sind und Sorgen haben, Sachen falsch zu machen. Also solche Aspekte könnten eine Rolle spielen. Dann ist ein Punkt, der auch genannt wurde hier, die Gesetze, Datenschutz. Restriktiver Datenschutz könnte ein Hindernis sein für Verwaltungsdigitalisierung. Und ein verwandter Punkt, die Politikwissenschaftler nennen das Institutional Legacies, also der lange Schatten von vorangegangenen Gesetzen und vorangegangenen Digitalisierungsvorhaben. Also sowas wie, hat man zum Beispiel einen funktionierenden EID, weil man das mal irgendwie 2000 Schlag mich tot vorangetrieben hat oder nicht? Hat man seine Register mal modernisiert oder macht man das jetzt? Dann ein Aspekt, der, glaube ich, hier auch genannt wurde, aber noch Kleinstaaterei, ist das politische System. Also gibt es politische Systeme, denen es leichter fällt, so eine digitale Reform anzustoßen oder nicht? Dann war die Staatsgröße auch noch ein Argument, was viele Menschen in meiner Vorstudie mir mitgegeben haben. Kleine Länder haben es leichter. Dann ein Punkt, den ich in meinem Projekt Governance versucht habe zu fassen. Die Frage, wie gut managt ein Land dieses Change-Vorhaben, Digitalisierungsprojekt? Also, was für Methoden werden eingesetzt? Machen die richtigen Leute die richtigen Sachen? Macht man die Dinge in einer sinnvollen, guten Reihenfolge? Also so klassische Projektmanagement-Aspekte, die man auch vielleicht einfach aus dem Organisationszusammenhang kennt. Und zuletzt, ich glaube, Johannes hat es genannt, vielleicht sind es so strukturelle Faktoren wie Internetabdeckung. Also ohne gutes Breitband, flächendeckend passiert das nicht. Vielleicht ist aber auch nur eine Frage des Geldes. Also ein Land, das die Ressourcen hat, eine gut ausgestattete öffentliche Verwaltung, kann sich das eher leisten als ein Land, wo das alles auf Kante genäht ist. So, ich löse es mal pyramidal auf, denn ich bin mit diesen sehr gleichberechtigten Hypothesen in das Projekt reingegangen und ich bin mit folgenden rausgegangen. Kulturelle Aspekte auf der einen Seite und das politische System auf der anderen Seite. Und zwar ganz konkrete Aspekte bei beiden und das will ich euch jetzt mal zeigen, was konkret das ist. Ich habe mir dann also mal die beiden ersten Fallstudien vorgenommen. Und zwar habe ich laufen lassen den Verlierer Deutschland gegen den am ehesten, wie ich fand, vergleichbaren Sieger ganz oben aus dem Ranking Dänemark. Und was man da sehen kann, ist, sind diese zwei Aspekte von Kultur und von politischen Systemen. Deutschland ist föderal mit einem hohen Grad an Dezentralität auf der strukturellen Seite, wohingegen Dänemark ein unitarisches Land ist. Also es gibt kein Äquivalent zu den deutschen Bundesländern. Die haben so Regionen, aber das hat nicht den gleichen Charakter. Dänemark ist gleichwohl auch ein sehr dezentralisiertes Land mit sehr, sehr starken, selbstbewussten, auch sehr fähigen Kommunen. Diesen Aspekt haben die Dänen sehr wohl, den wir auch haben mit dieser kommunalen Selbstverwaltung. Was aber auch nochmal sehr anders ist zwischen Deutschland und Dänemark, ist die Verwaltungskultur. Denn wenn ich von Kultur spreche, spreche ich jetzt nicht von den kulturellen Eigenheiten des Landes an sich, sondern ganz konkret von der Behördenkultur im öffentlichen Dienst eines Landes. Und da gibt es so Klassifizierungssysteme und Deutschland ist das ein ganz, ganz typischer, klassischer Vertreter quasi der alten weberianischen bürokratischen Verwaltungskultur. Will heißen, Legalismus, juristische Steuerung ist ganz, ganz wichtig. Also man nutzt Verordnungen,
Gesetze, um das Handeln zu steuern. Wir haben in Deutschland auch wir machen einen Unterschied zwischen der öffentlichen Sphäre und der privaten Sphäre. Der Staat ist etwas Besonderes. Die öffentliche Hand macht so hoheitliches Handeln und das ist ganz, ganz anders als das Handeln im privaten Sektor und darf deswegen auch nicht direkt verglichen werden. Und es gibt so ein Top-Down-Verhältnis zwischen dem Staat auf der einen Seite und dem Bürger, wer böse sein will, würde sagen, untertan auf der anderen Seite. Also das ist eher im Ausnahmefall auf Augenhöhe. Ansonsten hat das schon ein klares Hierarchiegefälle. In Dänemark ist das ein wenig anders. Die dänische Verwaltungskultur ist deutlich weniger legalistisch, sondern eher pragmatisch. Es gibt außerdem nicht dieses starke Gefälle zwischen Staat auf der einen Seite und den Bürgern auf der anderen Seite, sondern diese Dienstleistungsorientierung, die in Deutschland quasi auch oft gesagt wird, ist dort eher Realität und entspricht eher auch dem Gefühl, das man als Bürger hat, wenn man zur Behörde geht. Und man hat auch nicht diese starke Unterscheidung zwischen hoheitlichem Tun auf der einen Seite und so profanem privatwirtschaftlichem Tun auf der anderen Seite. Das wird nicht so stark unterschieden. So, und wenn man jetzt zwei Aspekte hat, zwei mögliche Erklärungsmuster, ist es natürlich schwer, bei zwei Fallstudien zu sagen, was ist es denn jetzt? Sind diese Strukturen oben wichtiger oder ist es nicht doch eher eine Frage der Kultur? Denn die Deutschen haben mir gesagt, das sind die Strukturen, da kann man nichts machen. Wohingegen die Dänen mir gesagt haben, Pustekuchen, Strukturen, Strukturen, wenn man will, sind die Strukturen wurscht, die Haltung braucht's. Also braucht euch mindestens eine dritte Fallstudie und das war, tada, Frankreich. Frankreich im kulturellen Sinne klassisch bürokratisch, fast noch schlimmer als die Deutschen, fast noch hierarchischer, auch sehr legalistisch unterwegs, aber auf der strukturellen Ebene ein unitarisches Land, Zentralstaat, auch zusehends dezentralisiert, aber dennoch ist Paris der Ort, an dem die Dinge passieren und man kann das durchsteuern. Es ist außerdem ein sehr großes Land. Das heißt, diese Staatsgrößengeschichte geht da nicht mehr so richtig auf. So, das waren meine drei Fallstudien, mit denen ich begonnen habe. Und in diesen Fallstudien habe ich in der Summe als Datenquelle für die Arbeit ungefähr 60 Interviews geführt. Experteninterviews mit Experten aus der Praxis, also Leuten, die persönlich selber an der Digitalisierung der Verwaltung in ihrem Land beteiligt waren. Mit diesen Menschen habe ich längere, offene Interviews geführt, aber auch nochmal eine geschlossene Umfrage gemacht, um die Daten zu triangulieren. Und ich habe diese Leute gefragt, einerseits nach dem Status quo der Verwaltungsdigitalisierung, also wie gut läuft es bei euch, und dann nach den Gelingensbedingungen. Also warum läuft es gut oder eher schlecht bei euch? Und in Deutschland waren es beispielsweise 21 Interviewpartner, 5 aus Kommunalverbänden unterschiedlichster Art, 8 Leute aus der Verwaltung, 7 Personen waren IT-Dienstleister, öffentliche und private, und auch eine Vertretung aus der Politik war dabei. So. Und vielleicht ein erster kleiner Blick hinein in diese Umfrage, die ich mit den Leuten auch gemacht habe. Die Experten, die Beteiligten an der Verwaltungsdigitalisierung in Deutschland sind selber unzufrieden mit sich. Ich habe alle gefragt, wie gut gelingt denn eurer Meinung nach der Aufbau eines deutschlandweiten digitalen Serviceportals für Verwaltungsleistungen bisher? Und um die 3/4, um die 75% haben geantwortet mit entweder eher schlecht oder sogar sehr schlecht. Niemand fand, dass es sehr gut ging. Und jetzt mal im Vergleich dazu die Antwort der Expertinnen und Experten aus Dänemark. Sie zeigen, dass es halt jetzt nicht nur irgendwie klassische Selbstkritik ist. Auf die gleiche Frage, wie gut gelingt der Aufbau eines digitalen Serviceportals borger.dk bisher, findet keiner, dass es schlecht läuft.
Die meisten fanden sogar, dass es sehr gut lief. Und einige eher gut. Aber niemand sagte, dass es schlecht lief. Und das war so ein bisschen der Ausgangspunkt, von dem ich dann gestartet bin, um die Leute zu fragen, warum ist das denn so? Und für Deutschland ist, ich sag mal, die am häufigsten genannte und besprochene Wurzel dieses Übels die subsidiäre Verantwortung für öffentliche IT. Und viele haben quasi erzählt und erläutert, dass es gewachsene Strukturen über Jahre und Jahrzehnte sind in dieser subsidiären Struktur, die dem Neustart, dem digitalen Neustart im Wege stehen. Ein Experte aus dem Kommunalen Interessenverband hat zum Beispiel gesagt, ich glaube, man tut sich bei der OZG-Umsetzung da relativ schwer an diesem Föderalismusgedanken. Jeder hat für sich bereits Lösungen gefunden und die sind nicht immer gleich und die sind nicht immer kompatibel. Auch diejenigen, die wenigsten haben wirkliches Föderalismus-Bashing machen wollen und waren eigentlich auch sehr, sehr wohlgesonnen gegenüber dem deutschen Staatsmodell. Aber trotzdem wurde das immer wieder besprochen, dass das einfach schwierig ist, selbst wenn man möchte. Man hätte jetzt ja sagen können, okay, aus genau diesem Grund, lange Zeit subsidiäre Verantwortung, gab es dann ja diese Grundgesetzänderung vom 91c und dem Onlinezugangsgesetz. Und dieses Paket erlaubte explizit dem Bund vor einigen Jahren, anders als vorher, jetzt zentral auch von Bundesseite IT-Komponenten vorzugeben, weil man feststellte, ja, dieses subsidiäre Prinzip verfängt vielleicht nicht so gut für IT-Projekte. Aber trotz dieser Grundgesetzänderung und trotz des Onlinezugangsgesetzes, was dem Bund deutlich mehr Möglichkeiten einräumt, zentral zu steuern, dem IT-Planungsrat die Möglichkeit gibt, auch zentral Dinge festzulegen, wagt es der Bund nicht, diese Durchgriffsmacht zu nutzen. Und so bleibt es de facto dann doch sehr subsidiär. Eine Expertin aus einem anderen kommunalen Interessenverband, was ich immer spannend finde, weil es sind eigentlich Vertreter aus der kommunalen Ebene, die dann dennoch sehr selbstkritisch waren, sagte, es wäre halt keine Lösung gewesen, wenn der Bund gesagt hätte, wir geben knallhart Standards vor. Auch wenn die vielleicht hilfreich gewesen wären. Denn dazu fehlt es eine Sanktionsmacht oder eine Durchgriffsstärke. Wenn ein Land nicht mitgemacht hätte, was hätte der Bund tun können? Das heißt, selbst die gesagt haben, ja, wir bräuchten eigentlich diese Standards und es ist schwierig, mit so ganz vielen Kreisen und Gemeinden auf Standards zu kommen, ohne eine starke zentrale Instanz, sagten, es irgendwie gibt es Hemmungen in Deutschland, das zentral von oben zu machen, selbst wenn es laut Gesetz möglich ist. Und deswegen hat Deutschland halt in dieser Projektorganisation vom Onlinezugangsgesetz zum Beispiel, aber auch insgesamt mit dem IT-Planungsrat, sein politisches System eher nachgebaut, anstatt es zusammenzubringen. Es bräuchte aber statt dieser sehr dezentralen Projektorganisation eher in der Projektorga eine Verankerung von Userorientierung und einen Willen zum Standard. Diese Projektorganisation hinter dem OZG, manche von euch kennen das ja mit diesem verteilten Vorgehen, so grob gesteuert vom IT-Planungsrat, aber doch sehr in die Fläche gegeben. Ein Kommunalvertreter aus einer Kommune sagte mir dazu, gut, hinter den Ländern stehen halt einzelne Dienstleister, die auch am Markt operieren und die bereits einsatzfähige Angebote haben oder es entwickelt haben. Und das führt dazu, dass bei einer Konsenssuche, zum Beispiel im IT-Planungsrat, oft der kleinste gemeinsame Nenner gefunden wird oder sich die Konsenssuche überhaupt schwierig gestaltet, weil jeder seine Bestandslösung ein wenig verteidigen möchte. Man hat da viel rein investiert oder die funktionieren auch sehr gut für zum Beispiel diese Gebietskörperschaft oder für diese Verwaltungseinheit. Und dann ist es verständlich, dass sie Hemmung haben, das wieder anheimzugeben. Ich habe versprochen im Titel für diesen Vortrag, dass wir nicht nur auf Deutschland gucken, sondern ich auch ein bisschen erzähle aus den anderen Fallstudien.
Und da möchte ich einen kurzen Exkurs nach Dänemark wagen und so ein bisschen erzählen, wie das die Dänen gelöst haben. Denn wie gesagt, die Dänen sind zwar unitarisch, aber auch traditionell ein sehr dezentrales Land. Sehr starke Kommunen, sehr selbstbewusst, haben auch das Recht ein Stück weit, oder zumindest die praktische quasi Möglichkeit auch mal zugestanden bekommen, ihre Verwaltungsleistung selber zu gestalten und die Erbringung so zu machen, wie sie es für richtig halten. Außerdem hat Dänemark auch eine Konsenskultur im politischen System. Und deswegen war die Lösung, die sie in Dänemark gefunden haben, um trotzdem auch klare Standards setzen zu können, dass sie ein Mehrebenen-Gremium gemacht haben, sehr ähnlich dem IT-Planungsrat. Aber sie haben das mit sehr viel mehr Macht und Durchsetzungskraft ausgestattet. Das heißt, in dieses dänische zentrale IT-Gremium wurden auch Vertreter aller Ebenen entsendet, vom der dänischen Bundesebene, aus den Regionen und aus den Kommunen. Und das Ganze wurde dann unterfüttert, nicht nur mit quasi starker Durchsetzungsmacht, dem Recht, klar Standards zu setzen, sondern auch mit dem Personal, um dann tatsächlich Dinge auch auszuarbeiten. Also man hat dann recht bald auch eine dänische nationale Digitalagentur eingerichtet, wo dann versiertes Personal war, das diese Vorgaben, diese Ideen aus diesem Mehrebenen-Gremium, zum Beispiel für zentrale Komponenten, für Standardsetzungen, für so IT-Templates, auch quasi umsetzen konnte. Was vielleicht auch noch ganz spannend ist, die Dänen haben so einen Verband, der ähnlich ist wie der Deutsche Landkreistag oder der Deutsche Städte- und Gemeindebund. Im Unterschied zu den deutschen Verbänden ist es aber tatsächlich ein Verband der Kommunen, der sich herausnimmt, tatsächlich auch für die Kommunen Sachen zu entscheiden. Der hat so ein bisschen eine parlamentarische Funktion. Alle 106 Kommunen senden da quasi Vertreter ein Stück weit auch hin. Und wenn der sagt, okay, wir machen jetzt irgendwie Bewohnerparkausweise im ganzen Land auf diese Weise, in allen Kommunen, dann machen die da auch irgendwie mit. Das ist jetzt vielleicht wieder eine kulturelle Sache, aber zumindest gelingt es Dänemark, diese Dezentralität durch ein sehr starkes Mehrebenen-Gremium wiederum mit Durchschlagskraft zu versehen. Und ich glaube, dass es einfach wichtig ist, weil es in dieser IT-Welt einfach Standards braucht. Das ist anders als in der analogen Welt. So, also ich hatte festgestellt, die deutsche Projektorganisation mit dem IT-Planungsrat, der sehr auf Konsens beruht, dieses dezentrale Vorgehen, das verteilte Vorgehen, das reproduziert das föderale System. Und im Ergebnis ist es halt leider so, dass deswegen auch die technische Lösung, die Deutschland jetzt gewählt hat, das föderale System nachproduzieren. Zum Beispiel mit diesen Entscheidungen zum Portalverbund, in dem 16 Landesportale und ein Bundesportal und wer weiß noch, wie viele Kommunalportale irgendwie interoperabel gemacht werden sollen, anstatt zu sagen, zack, weg damit, wir machen ein Deutschlandportal und da können sich alle einbringen. Also borger.dk, das dänische Äquivalent zum Portalverbund, ist tatsächlich so ein One-Stop-Shop geworden. Auch dort gibt es nach wie vor, zum Beispiel von den Finanzbehörden oder vom Rententräger, auch noch so Sonderseiten. Aber das sind wirklich Sonderseiten und die linken da auch alle hin. Aber dieses borger.dk ist schon der erste Ort, wo man hingeht und wo man auch immer weiß, wenn ich was von der Behörde brauche, gehe ich immer auf borger.dk, also bürger.dk. Genau, aber hier haben wir uns anders entschieden, denn wie gesagt, unsere technischen Lösungen sind sehr informiert dadurch, wie das föderale System aussieht. Und weniger danach, wie Nutzerinnen und Nutzer wohl im Internet gerne Behördenleistungen wahrnehmen wollen. Ein ehemaliges Mitglied aus dem IT-Planungsrat hat selber dazu gesagt, wir sehen es ein, es ist ein föderaler Streit. Als es um das Unternehmenskonto ging, war die Frage, machen wir ein einheitliches, bundesweites Unternehmenskonto online? Und die Bundesverbände der Industrie
haben uns Brandbriefe geschrieben. Ja, bitte nur eins, bitte nur ein deutschlandweites digitales Unternehmenskonto zur Kommunikation mit Behörden. Aber allein die Bayern haben gesagt, wir bleiben bei unserer Bayern-ID. Das sehen wir gar nicht ein mit einer Bundes-ID. Und da, wie gesagt, im IT-Planungsrat das Einstimmigkeitsprinzip gilt, muss halt nur ein Bundesland sagen, nein, wir möchten gerne unsere Lösung behalten. Und dann war es das. Und dann hat der Bund auch nicht gesagt, Vetokarte, sondern dann läuft es jetzt wohl tatsächlich so, dass es wohl mit so einer Koalition der Willigen ein Unternehmenskonto für die meisten Bundesländer gibt und dann gibt es noch ein bayerisches Unternehmenskonto. Und solche Koalitionsgeschichten findet man häufiger. Wer letztens mal versucht hat, irgendwie Elterngeld zu beantragen, wird feststellen, dass elterngeld-digital.de unterstützt wird von 11 von 16 Bundesländern, man in einem Bundesland sogar mit den Behörden direkt den Bescheid digital machen kann, nicht in den anderen 10. Und dann gibt es noch mal ein paar weitere, die halt gar nicht wollten. Und diese lustigen Konstellationen, dass es halt immer nur so freiwillige Zusammenschlüsse gibt, das findet man jetzt halt ganz, ganz oft. Aber es ist wohl nicht das, was sich die meisten Bürger gerne wünschen, wenn sie irgendwie Elterngeld beantragen und feststellen, mein Bundesland wollte es lieber auf die eigene Art und Weise machen. So. Zweiter Exkurs nach Frankreich. Denn die Franzosen hatten genau das gleiche Problem wie wir. Die haben nämlich sehr eigenwillig quasi Ministerien, die so ein bisschen wie auch die Bayern gesagt haben, gemeinsamer französischer EID, so E-Perso. Nein, danke. Auch dort gab es in den letzten Jahren immer wieder Versuche, so gemeinsame Seiten oder Standards zu schaffen. Und die Franzosen mühten sich dreimal in so scheiternden Versuchen, einen französischen digitalen Personalausweis zu machen. Also einen Authentifizierungsmechanismus fürs Internet. Und scheiterten auch immer wieder daran, dass zum Beispiel das französische Elster, die französische quasi Arbeitsagentur sagten so, nee, wir haben Lösungen schon seit Jahren und die wollen wir auch nicht wieder löschen. So, wir schließen uns nicht an, vielen Dank, wir sind raus. Und darüber scheiterten zwei verschiedene EID-Projekte, bis dann in der dritten Welle Leute eine clevere Idee hatten. Die französische E-Authentifizierungslösung heutzutage heißt France Connect und funktioniert, kopiert so ein bisschen die Idee von, melden Sie sich hier mit Ihrem Facebook-Account an oder mit Ihrem Google-Account an. Sie können auch ein eigenes Konto machen, aber wenn Sie keine Lust haben, können Sie einfach irgendwie Ihren Facebook-Account nutzen. Und diese Variante ermöglicht jetzt halt in Frankreich, dass bestehende Digitalisierungslösungen, die gut laufen und einfach alt sind, zusammenzubringen, weil zum Beispiel der Account der Steuerbehörden und der Account der Rente und von den öffentlichen, von den staatlichen Gesundheitsversicherungen alle quasi genutzt werden können, so wie Facebook oder Google. Aber jetzt eine kleine Kommune muss jetzt keinen weiteren Account irgendwie basteln. Man kann sich auf der Website von irgendwie einer französischen Kommune jetzt auch mit dem Account der Steuerbehörden anmelden. Und ich glaube, das ist ein ganz guter, cleverer irgendwie Weg, der beispielhaft auch für Deutschland, glaube ich, funktionieren würde. Also bestehende Lösungen nutzen und auf eine andere Art und Weise zusammenbringen. Denn so gemeinsame EID-Lösungen auch hier schwierig. Zuletzt waren sich aber viele einig, auch in Deutschland, dass Veränderungen in Deutschland, wenn es noch besser werden soll, vor allen Dingen auf der Haltungsebene einkehren muss. Denn diese Strukturen, ich habe es gerade versucht zu erklären, die Strukturen sind eisern. Erst gestern war wieder das Urteil, das deutsche Grundgesetz mit seiner föderalen Verantwortungstrennung, das wird nicht mehr fallen. Ergo, öffentliche Verwaltungsdigitalisierung muss halt akzeptieren, dass wir halt föderal sind, dass wir ein kommunales Selbstverwaltungsrecht haben. Sprich, wenn es besser werden soll, muss es so eine Art freiwillige Bereitschaft geben bei den Beteiligten, trotzdem quasi aus Bürgerperspektive zu denken. Ein Experte von einem öffentlichen IT-Dienstleister, ich glaube, es war so die Dataport, sagte dazu,
Das OZG ist explizit auch gedacht als ein Vehikel, um Verwaltungshandeln in Deutschland einem Paradigmenwechsel zu unterziehen. Also weg von der Frage, wie kann ich als Behörde einen digitalen Prozess so bauen, dass es für uns möglichst schnell und billig durchgeht, hinzu, was würde eigentlich ein Bürger gerne sehen, der unsere Dienstleistungen in Anspruch nehmen muss, und wie müssen wir uns dann quasi gestalten und bauen, dass das den Bürgern schmeckt. Und dieser Haltungswandel, der ist gerade erst ganz zaghaft im Kommen. In Frankreich sind sie dann ein bisschen weiter mit der Transformation ihrer bürokratischen Kultur in eine eher serviceorientierte, dem 21. Jahrhundert wohl angemessenere Behördenkultur. Die haben ein internen Startup-Hub gebaut, 2013 war das, der da Beta.gouv sich nannte. Das waren so eine Reihe von etwas verrückten Leuten aus der Privatwirtschaft, die reingeholt wurden, um so ein Open-Data-Portal zu bauen. Und die haben gesagt, wir können das nicht quasi in der alten Art und Weise machen. Wir müssen hier so ein bisschen Verwaltung gegen Verwaltung machen und haben so eine Art geheimen Startup-Inkubator aufgebaut und dann so informelle Netzwerke gebaut, wo sie halt Leute aus unterschiedlichen Behörden, die ein bisschen verzweifelt waren mit der Behördenkultur ihrer Kollegen, reingeholt und haben mit denen innerhalb von 6 Monaten immer so schnelle Prototypen gebaut, um die dann den Abteilungsleitern zu zeigen und zu sagen, hier, es funktioniert doch, wir machen das jetzt so und so. Und so ist es denen gelungen, mit einem relativ kleinen, mit einer kleinen organisatorischen Lösung, einem Startup-Inkubator mit so Personal von keinen 10 Leuten, die aber wirklich Ahnung hatten von IT-Entwicklung, von agilen Projektmethoden, die diese andere Haltung auch an Verwaltungsdienstleistungen herangetragen haben, das in die Breite zu tragen. Eine neue Haltung, aber auch Methodenkompetenz, IT-Wissen, agile Projektmethoden. Und mittlerweile wachsen halt überall in der französischen Verwaltung so neue Startup-Inkubatoren. Also mittlerweile hat fast jede ministerielle Domäne, das Wirtschaftsministerium, das Kultusministerium, das Gesundheitsministerium, hat jetzt so einen eigenen kleinen Startup-Inkubator gebaut, aus dem heraus, aber man konnte sich auch nicht einigen, einen für den ganzen Staat zu machen, aus dem heraus jetzt die verschiedenen Fachdomänen ihre IT-Lösungen bauen. Das heißt, die versuchen dann auch quasi so ein bisschen in die Breite Wissen und Haltungsänderungen zu tragen, weil sie auch eingesehen haben, wir können unsere Strukturen nicht so erfinden. Ich sehe gerade eine Frage dazu. Was unterscheidet deiner Meinung nach den französischen Inkubator vom deutschen Digital for Germany? Ich kenne Digital for Germany so vom Hörensagen. Die Antwort deswegen mit Vorsicht genießen. Den Unterschied, wie ich den verstehe, ist, dass dieser Inkubator eine relativ strenge Arbeitsweise an den Tag gelegt hat. Vielleicht wieder klassisch französisch. Man durfte halt reinkommen als, man musste sich erst mal bewerben mit einem Pitch. Behördenmitarbeiter aus quasi ganz Frankreich, auch quasi vom untersten Level einer Behörde oder einer Kommune, durften halt, ich glaube, immer so auch alle halbe Jahre Ideen pitchen für nutzerfreundliche digitale Behördenlösungen. Und wenn das dann ausgewählt wurde in so einem Zweischrittverfahren als machbar und sinnvoll, mussten die halt wirklich umziehen und dahin für nur 6 Monate, haben dann so eine Art Scrum Master an die Seite gestellt bekommen und so einen Product Owner. Und dann haben die so einen Schnellkurs Methoden bekommen und auch IT-Wissen und wurden dann wirklich genötigt, in so ganz klassischer Scrum-Methode innerhalb von 6 Monaten so ein Minimum Viable Product zu bauen, was dann tatsächlich daheim in ihrer Behörde wirklich vor Kunden ausgerollt werden konnte. Ich weiß nicht, ob Digital for Germany da auch quasi so krass und klar unterwegs ist oder ob sich das nicht mehr so als so ein Wissensweiterträger versteht. Aber diese wirklich sehr klare Fokussierung auf Handeln und Tun und Produzieren mit Leuten von quasi außen, ich glaube, das war so ein bisschen der Trick, weil sie ja tatsächlich Lösungen gebaut haben, während halt nebenher so Wasserfallprojekte liefen. Und sie haben das Wasserfallprojekt einfach überholt,
mit einer besseren Lösung und konnten es quasi sofort ausrollen und es funktionierte tatsächlich. Also das Open Data Portal war so ein Beispiel. Das war über 5 Jahre immer wieder gescheitert und dann hat dieser Startup-Inkubator innerhalb von 9 Monaten das Ding gebaut und ausgerollt und es funktionierte. Und so konnten dann halt auch Behördenchefs überzeugt werden, halt von diesen Wasserfallmethoden wegzugehen und das Vertrauen zu haben, so zu machen. Ich bin hier tatsächlich, glaube ich, jetzt auch am Ende meiner Präsentation angekommen. Kurzer Ausblick in die Zukunft. Zaghafter Optimismus in Deutschland. Ich habe am Ende alle Experten immer gefragt, wie glaubt ihr denn, wird der Aufbau von deutschlandweiten digitalen Serviceportals im öffentlichen Dienst in der Zukunft vorangehen? Und zwar sagten irgendwie ungefähr 2/3, es wird wohl gleich bleiben. Aber auch ein Drittel wiederum war der Meinung, es könnte jetzt schon auch besser werden. Und diejenigen, die optimistisch waren, waren deswegen optimistisch, weil sie sagten, sie spüren jetzt ganz langsam, endlich, nach all diesen Jahren, dass jetzt wirklich was in Gang kommt in der Haltung. Wegen des OZGs auch vor allen Dingen. Aber das tut was mit den Köpfen und es ist wirklich endlich angekommen in der Breite der Behördenlandschaft, dass sich das verändern wird und sich verändern muss. Okay, dann mache ich hier mal zu und gucke euch allen wieder ins Gesicht. Habe ich doch länger gesprochen als gedacht. Komm, Mem. Dann ist jetzt die quasi Bühne frei für Fragen, Widerspruch, Anmerkungen. So. Ich sehe eine Meldung. Anne? Ich habe eine Frage, und zwar, also ich finde diese ziemlich deprimierend. So, und was müsste passieren, um dass der Bund da hier an dieser Stelle einfach mal das Zepter in die Hand nimmt? Weil wenn es sich jetzt so ein bisschen bessert, die Kultur und so weiter und so fort, dann ist das ja sicherlich schön und gut, aber es dauert einfach viel zu lang. Was müsste passieren, dass dort die Player, die jetzt gerade nicht ins Tun kommen, etwas tun? Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich war ja schon ganz positiv überrascht, als ich so beim Lesen des OZGs dann in der Gänze festgestellt habe, dass der Bund sich tatsächlich das Recht eingeräumt hat. Das ist so in den letzten Verhandlungen des Gesetzes, so hintenrum vom, ich glaube, Finanzausschuss des Bundestages, in einer quasi Gesetzesänderung ganz zum Schluss, also in einer Änderung des Gesetzesentwurfs noch reingearbeitet worden, dass es eben keine Zustimmungspflicht im Zweifel braucht durch die Länder, wenn der Bund IT-Komponenten vorgibt. Und es ist auch ein bisschen kritisch besprochen worden, aber ich glaube, dass es gut ist, dass es das in der Hinterhand gibt. Es mag sein, dass der Bund davon die Gebrauch machen wird. Ich meine, wir konnten jetzt auch bei so wichtigen Fragen wie Pandemiepolitik beobachten, dass der Bund relativ leidensfähig ist, ehe er die Macht, die er hat, manchmal ausnutzt, um über die Länder hinweg zu regieren. Ich kann mir vorstellen, dass er jetzt erstmal halt wartet bis zum Januar 2022, um zu gucken, wie es so Länder und Kommunen halt hinbekommen. Und wenn, das zeichnet sich jetzt bereits ab, in der Breite Verwaltungsleistungen eben nicht digital vorliegen werden zum 1. Januar 2022, kann ich mir vorstellen, dass er nochmal so ein bisschen quasi von hinten schiebt. Aber aktuell versucht das mit Geld. Es kommt jetzt nochmal quasi viel Geld rein. Aber ich fürchte, erstmal wird man noch warten dürfen. Ich sehe eine Meldung bei Thomas Richter. Hallo, ich bin OZG, EGFG-Koordinator der Hochschule Bonn-Rhein-Sieg. Insofern eigentlich ziemlich genau da, wo Sie arbeiten.
Was mir ein bisschen gefehlt hat bei Ihrem Vortrag, war überhaupt die Erwähnung des EGAFG, was aus meiner Sicht eigentlich eher der wichtigere Teil ist, weil das Onlinezugangsgesetz, wie Sie schon richtig festgestellt haben, regelt das, was der Bund eigentlich regeln darf, die Perspektive des Bürgers oder der Bürgerin gegenüber den Behörden. Also wie erfährt eine Bürgerin eine Behördenleistung? Da möchte das OZG gerne, dass bis Ende 2022 alles aus der Perspektive der Bürgerinnen medienbruchfrei abgewickelt wird. Was allerdings auf Seiten der Behörden passiert, das regelt das OZG nicht, das interessiert das OZG auch gar nicht. Ich kann also theoretisch einen digitalen Antrag erhalten von einer Bürgerin, kann den ausdrucken und 25 Stellen verteilen. Jeder unterschreibt da drauf, macht irgendwas anderes. Und ganz am Ende gibt es wieder eine E-Mail, da wird zusammengefasst, dem Antrag wird stattgegeben oder nicht. Und damit ist dem OZG Rechnung getragen. Das EGAFG allerdings auf Landesebene, weil da ist die Kompetenz schlichtweg auf der Landesebene und nicht auf der Bundesebene. Das wiederum regelt die medienbruchfreie Umsetzung innerhalb der Behörden. Und insofern ist das eigentlich das, was für uns und für die Zukunft wesentlich wichtiger sein wird als das OZG. Das OZG ist, wie Sie auch festgestellt hatten, ein erster Schritt, der den Stein ins Rollen bringt. Aber so Dinge wie das digitale Büro oder papierlose Arbeitsplätze und so weiter, die übrigens in den 70ern erfunden wurden, wenn wir darüber nachdenken. die werden nur über das EGAFG getriggert werden. Das ist ein total wichtiger Punkt. Ich will das gleich mal ein bisschen ergänzen. In wissenschaftlichen Arbeiten muss man ja manchmal ein bisschen quasi trennen, um quasi eine klare Geschichte erzählen zu können. Ich habe lange Zeit über eine andere Geschichte nachgedacht, nämlich ob dieser Punkt der Dringlichkeit, irgendwann den vorhin auch genannt, ob das nicht auch einen Unterschied macht dafür, wie und wann und wie gut ein Land digitalisiert. Ich war lange Zeit der Überzeugung, dass es eine Frage der finanziellen Notwendigkeit ist, ob ein Land gescheit seine Behördenleistungen digitalisiert. Als Dänemark damit bereits 2007 begonnen, tat es das in einer Situation quasi der finanziellen Krise. Dänemark hat ja nochmal einen viel größeren Sozialstaat als wir, finanzieller quasi Druck, und die Dänen haben, anders als die Deutschen, ihre Digitalisierung zu Beginn nicht unter die Überschrift Bürgerfreundlichkeit gestellt. Die haben anfangs sehr viel mit Zwang agiert und das klare Ziel der Digitalisierung von Bürgerleistungen war nicht, es für die Bürger netter zu machen, sondern das erste Ziel war, Geld einzusparen durch Personaleinsparungen. User-Friendliness war nur ein Mittel zum Zweck, nämlich so, es muss halt user-friendly sein, damit die Leute in den Kanal gehen, damit wir den analogen Kanal dicht machen können. Und deswegen muss es halt quasi auch für jeden Deppen quasi funktionieren, gemein gesagt. Indirekt. Auch in Frankreich war quasi der erste Beginn dieser Digitalisierungsgeschichten unter Sarkozy sehr klar zwar auch damals noch der Behörde zugeordnet, von quasi Verwaltung effizienter machen. Und daher hat man dort sehr viel mehr darauf geachtet, dass das Backend stimmt. Und man hat über das Frontend quasi erst in zweiter Linie nachgedacht, so damit halt die Bürger da halt reingehen. Aber diese Backend-Betrachtung war da sehr viel wichtiger, eben weil die Dänen zum Beispiel, immer wenn eine Behörde eine zentrale Komponente vorgegeben bekam für so eine Behördenleistung, inklusive Backend, im gleichen Zug ausgerechnet wurde, wie viel Personal sie dadurch einspart, und es wurde dann im Budget auch gleich gestrichen. Das heißt, die Rechnung war, passt mal auf, in 2 Jahren setzt ihr bitte dieses quasi Projekt um, wir haben es euch schon mal vorbereitet, wir haben euch aber auch schon mal irgendwie den Verwaltungskostentitel für in 2 Jahren um 20% reduziert, weil wir ausgerechnet haben, dass diese Leistungsdigitalisierung auch den Personalbedarf um 20% reduzieren wird. Und diese Backend-Betrachtung, da hast du ganz recht, die haben wir überhaupt nicht. Und ich gehe davon aus, dass nicht wenige Behörden aus, ja, Faulheit ist das falsche Wort, aber weil sie es vermutlich zu spät angehen, tatsächlich so auf den letzten Drücker einfach Dokumente irgendwie zu Online-PDFs machen und es sich dann halt irgendwie per E-Mail schicken lassen. Und dann haben sie natürlich hinten raus den Salat.
Ja. Wir haben ja zwei Probleme. Das eine Problem ist eine viel höhere Bevölkerungsdichte als Dänemark. Dänemark hat aufgrund der relativ geringen Bevölkerungsdichte außerhalb von den städtischen Regionen natürlich auch das Problem, dass wenn sie Verwaltungsleistungen an Leute herantragen wollen, die irgendwo einzeln auf dem Feld wohnen, dann müssen die auch die Möglichkeit haben, da Zugang zu haben. Das heißt, man muss wirklich unglaublich viele Büros irgendwo hinstellen, die dann für 20 Leute zuständig sind, wenn man ganz viel Pech hat. Da war ein gewisser Leidensdruck natürlich da, genau die einzusparen. Frankreich wiederum im Vergleich zu Deutschland hat bei der Digitalisierung oder bei der Privatisierung der Telekommunikationseinrichtungen die Telekommunikationseinrichtungen gezwungen, von vornherein, egal wen und egal wo er wohnt, zu versorgen. Und zwar sowohl mit Telefon als auch allen anderen Dienstleistungen auf die eine oder andere Weise und zum gleichen Preis wie jeder andere. Wenn wir uns Deutschland angucken und schauen, wie viele Funklöcher wir hier haben und wie viele Regionen wir hier haben, wo immer noch ganz normales DSL läuft, dann ist das hier halt anders gelaufen, weil hier haben wir eben nicht eine entsprechende Verpflichtung an die Unternehmen gehabt, sondern hier haben wir gesagt, macht mal, und deswegen wird nach wie vor, wenn irgendwo gesagt wird, 60% der Bevölkerung muss abgedeckt werden. Ja, Nordrhein-Westfalen wird erstmal abgedeckt. Damit haben wir 58% der Bevölkerung. Und dann kommt noch irgendwo anders ein bisschen was. Genau. Das stimmt, wobei ja mittlerweile die Internetabdeckung, ich stand heute auch noch eine andere als vor 10 Jahren, und den Traffic, den man verursacht, wenn man da irgendwo seine Anwohnerplakette beantragt, das ist ja so wenig datenintensiv. Das geht mittlerweile ja von fast überall. Und es ist ja mitnichten so, dass die digital gut versorgten Orte in Deutschland so viel stärker sind beim Thema irgendwie Verwaltungsdigitalisierung. Nee, aber man muss ja gar nicht erst anfangen, wenn die Bevölkerung eh nicht abgedeckt werden kann. Wir reden ja eigentlich von Medienbruchfreiheit. Also die Idee ist, bei mir zum Beispiel spielt Hochschulen eine wesentliche Rolle. Wir diskutieren gerade über Einschreibungsprozesse an der Hochschule. Und da sollen sich jetzt theoretisch alle Studierenden bei uns bewerben können und einschreiben können, und zwar voll digital. Das sieht das OZG vor und letztendlich auch das EGAVG. Alles wunderschön. Nur wir haben kein Identifikationsverfahren, das funktionieren könnte. Jetzt wird dazu diskutiert, ja, wir haben noch den digitalen Reisepass oder den Chip im Personalausweis und vergleichbare Sachen. Ja, die stehen aber allen wieder nur deutschen Staatsbürgern zur Verfügung. Was ist denn, wenn ausländische Studierende sich gerne bei uns bewerben wollen? Da hat Estland uns einiges voraus. Die haben nämlich eine digitale Staatsbürgerschaft eingeführt, wo sie sogar Staatsbürgerin werden können, wenn sie gar nicht in Estland sind, jemals da gewesen sind oder dahin gehen wollen. Damit können sie sich auch in Estland jederzeit identifizieren und bewerben. Wird in Deutschland aber so nicht funktionieren, weil da dann wieder der Föderalismus im Weg steht. Also ich bin ziemlich sicher, wir werden uns deutlich verbessern im Laufe der nächsten 5 Jahre. Ob wir das Ziel, das EGAVG für Ende 25 vorschreibt, jemals erreichen werden, wage ich zu bezweifeln, aber vielleicht haben wir es dann 30 erreicht. Ja. Okay, danke schön an Thomas Richter. Gibt es denn noch sonst Fragen oder Anmerkungen? Ich glaube, Peter Kuhn meldet sich da zaghaft mit dem Finger. Ich kann dich noch nicht richtig hören. Ich weiß nicht, warum. Jetzt, oder? Jetzt, ja. Okay, vielen Dank für den spannenden Vortrag. Das Thema ist ja wieder sehr aktuell. Wie kann man denn da endlich vorankommen? Helfen Expertinnen aus Estland, die eingeflogen werden, oder wie kriegen wir es hin? Und ich finde diesen strukturellen Aspekt sehr spannend, also die Frage dezentral, zentral, weil aktuell der Ruf nach Zentralisierung auch wieder größer wird und es um die Komponenten aus dem OZG-Gesetz ging, die der Bund vorgeben kann. Meine These war ja, dass das am Ende doch nicht wirklich gehen wird, oder das kam so ein bisschen raus, weil Deutschland zu dezentral strukturiert ist und die Strukturen zu fest sind. Und da würde mich jetzt interessieren, wie du die These findest, dass es eigentlich nicht die Komponenten vom Bund bräuchte, sondern einheitliche Schnittstellen. Also die Idee, dass man eher Richtung Government as a Platform geht, wo die Grundlagen, die Schnittstellen definiert werden, aber nicht die Komponenten, weil aktuell werden überall Apps gefordert, aber und das OZG ist natürlich sehr fokussiert auf konkrete Ergebnisse im Sinne von Komponenten, und vielleicht scheitert es ja eher an der Infrastruktur. Mhm. Ich glaube, ich habe mit einigen Kommunen gesprochen, auch viel.
strikt. Kommunen haben überhaupt keine Bauchschmerzen damit, würde ich jetzt mal so pauschal sagen. Ausnahmen bestätigen die Regel. Nicht nur Schnittstellen zu akzeptieren, sondern auch fertige Komponenten. Die wenigsten einzelnen Ämter, Kommunen, Kreise, selbst größere Städte haben wirklich den Ehrgeiz, basierend auf so einer API-Liste, dann ihre Komponenten selber zu bauen. Wir haben eigentlich gar keine Lust zu und wären ganz dankbar, wenn sie relativ viel quasi fertig angeboten bekommen. Für die Länder würde ich das nicht in gleicher Weise so sagen. Da gibt es tatsächlich, glaube ich, auch quasi viel Wille, selber also ja, Komponenten zu gestalten und genau eher so eine Schnittstellenlösung zu gehen. Ich glaube, dass diese Plattformlogik tatsächlich für Deutschland ein pragmatischerer Zugang wäre. Ich glaube aber, dass es für die Breite an kleinen Ämtern und kleinen Kommunen auch wichtig ist, ich sage mal, zumindest auf relativ gut und simpel nutzbare Templates zurückzugreifen. Es gibt in Frankreich auch seit einigen Jahren so eine Seite, die nennt sich servicesimplifier.fr. Und es ist so eine Art digitaler Leistungsbaukasten, der sich an quasi kleine Behörden, Kommunen, aber auch quasi kleinere Fachämter richtet, die halt auch den Auftrag haben, bitte digitalisiert euer ganzes Gedöns, aber halt auch nur so einen Menschen haben, der da irgendwie den Hut für aufbekommen hat und der nicht mehr weiß, was eine API ist zum Beispiel. Und der kann dann quasi sich halt einloggen in diesen, ja, auf diese Seite und das funktioniert dann so ein bisschen wie WordPress, kann man sich das vielleicht so vorstellen. Also man kann da, wenn man selber weiß, wie funktionieren unsere Prozesse, dort als relativ IT-unaffiner Mensch oder zumindest als jemand, der halt nicht irgendwie Softwareentwicklung als Job gelernt hat, kann dort quasi digitale Lösungen bauen, ohne selber halt wirklich in IT-Produktion einsteigen zu müssen. Und ich glaube, dass es halt quasi Komponenten, fertige Komponenten halt an manchen Stellen geben muss, aber nicht an allen. Und ich glaube, dass Schnittstellen wichtig sein werden, aber ich glaube, dass es durchaus den Raum auch für fertige Komponenten gibt. Die Sache mit dem Authentifizierungsmechanismus, den der Thomas Richter gerade erzählt hat, finde ich da ganz typisch für. Also die wenigsten quasi, glaube ich, Behörden oder Länder haben, glaube ich, Lust, halt ihren eigenen Authentifizierungsmechanismus zu bauen. Ist halt doof, dass es mit dem deutschen E-Perso nicht so richtig gefunzt hat. Okay, Hannes Kühn hat sich noch gemeldet. Ja, eigentlich ist mir Peter ein bisschen zuvor gekommen. Ich glaube, wir teilen da dieselbe Einschätzung, was den Lösungsstrang für Deutschland angeht. Wir haben ja jetzt von dir gehört, wie unitarisch die beiden Länder, die anderen beiden Beispiele eigentlich vorgehen können. Die Esten ganz genauso, die Engländer auch. Also alle, die da vorne sind, haben andere Strukturen. Jetzt kam ja auch schon auf, jetzt können wir auch auf Deutschland sozusagen auf die Kulturrevolution warten, bis die Kultur sich so geändert hat, dass wir mit unseren Strukturen irgendwie anders klarkommen. Oder wir können darauf warten, dass uns das Geld ausgeht und wie bei den ganzen anderen Beispielen sozusagen der Druck so steigt, dass wir sozusagen den politischen Willen aufbringen, da die Strukturen so zu ändern, dass wir diese Komponenten einfach ausrollen oder vorgeben können. Die Macht hat der Bund schon, aber tut sich schwer aufgrund dieser Kulturfragen, da stimme ich dir auch zu. Kleiner Exkurs, ich glaube, was diesem Krisenszenario oder dieser, also den ökonomischen Zwängen der anderen Länder hierzulande irgendwie am nächsten kommt, sind diese beiden Krisen, Flüchtlingskrise und jetzt die Corona-Krise, wo es ein bisschen um die Handlungsfähigkeit des Staates geht und man feststellt, also so Kooperation im Föderalismus, der datengetrieben ist, also entweder im Ausländerzentralregister die Leute zu registrieren und zu wissen, mit wem man es eigentlich zu tun hat, wo die alle sind und wie viel es eigentlich sind. Und das Pendant jetzt die Meldewege von den Gesundheitsämtern bis zum RKI und so weiter. Also diese Steuerungsfähigkeit im föderalen Staat in diesen Krisen ist ein echtes Problem und das kann man gut mit der Digitalisierung verbinden und deswegen irgendwie so ein Szenario aufbauen, worum man besser werden muss. So als Pendant zu den anderen Fällen in den Ländern, wo es eher so finanzielle Ursachen vielleicht hat, Klammer zu. Was folgt jetzt aber daraus, wenn wir auf den Kulturwandel nicht warten können, aber auch nicht den Föderalismus jetzt abschaffen können oder uns nicht trauen. Und da bin ich jetzt bei der Lösungsoption von Peter eher auf die Standardisierung zu setzen und wenigstens den verbindlichen Rahmen vorzugeben, in dem dann doch jeder relativ autonom handeln kann. Aber es braucht dann nicht so ein Tod koordinieren, wo man jetzt sich mal einigen muss, sondern
der Standardisierungsrahmen oder die Standardisierungsplattform gibt Rahmen vor, in denen wieder jeder freier handeln kann, also föderal autonom handeln kann, ohne dass man im Chaos versinkt, so wie jetzt. Also es ist eben keine Unverbindlichkeit, so wie jetzt, sondern man muss auf eine Interoperabilität hinarbeiten. Und da kann man, da gibt es verschiedene Szenarien aus meiner Sicht, ich glaube, Peter würde es unterstreichen, wie verbindlich man so ein Regime, so ein Standardisierungsregime, Klammer auf, was dann am Ende der Plattform ist, Klammer zu, gestalten kann. Da kann man auch dann so weit gehen, und das ist dann der Brückenschlag zu dir, glaube ich, dass man bestimmte Komponenten dann schon vorgibt, aber an der richtigen Stelle. Also muss jetzt das BAföG-Antragsverfahren von A bis Z als Komponente definiert jetzt vorgegeben werden für alle, oder ist es eher sozusagen die Basiskomponenten der Authentifizierung und vielleicht ein E-Payment und so weiter, aber die Fachlichkeit bleibt eben da, wo sie ist, und die kann man dann individueller ausgestalten, als man denkt. Hauptsache, der eine Antrag kann dann auch von dem einen Land oder der einen Kommune bis zur nächsten reichen und da wieder verstanden und akzeptiert werden. Also alles in allem glaube ich, dass so ein Standardisierungsansatz, den wir aus der deutschen Industrie und Mittelstandsindustrie auch kennen, so DIN e.V. hat ja Deutschland sozusagen wirtschaftlich relativ gut dastehen lassen oder groß gemacht, dass man das überträgt auf den öffentlichen Sektor. Dann hat man beides. Man kann föderal autonomer bleiben, braucht also nicht an die Strukturen dermaßen rangehen, dass man sich erstmal Jahre verkämpft damit, sondern kann beides haben, letztendlich mehr Stringenz, mehr Übertragbarkeit von guten Lösungen von der einen zu dem anderen, die Vielfalt bewahren, wenn man sie denn, ja, hat ja auch einen Wert an sich, so innovationsfreundlich ist besser, als wenn einer was vorgibt, aber hat weniger Chaos und kann schneller vorankommen. Also das ist aus meiner Sicht auch der bessere Weg als jetzt. Super. Weitere Fragen oder Sachen, die ihr loswerden wollt zum Thema? Ich sehe, das ist nicht der Fall. Wir sind ja auch schon ein bisschen über der Zeit. Insofern würde ich sagen, vielen, vielen Dank nochmal für den spannenden Austausch am Schluss. Ich sage jetzt gleich Tschüss. Wir sehen uns dann zum Arbeiten wieder. Das Video sollte in Kürze auf YouTube landen. Ich weiß nicht, ob das Thema für den nächsten Vortrag schon feststeht. Babette, weißt du schon, was der... Dann wird es eine Überraschung und Erik wird es uns sagen, sobald er wieder gesundet ist. Insofern von mir an alle noch einen schönen Freitag. Kommt gut ins Wochenende und danke fürs Zuhören. Macht es gut. Tschüss. Tschüss. Danke für den tollen Vortrag. Danke. Tschüss.